Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tirim. Ja, es geht weiter mit Titanquest. Wir sind hier in Minoische Labyrinth und hier sollen wir durch. Da erwartet uns. Ja, schauen wir mal. Ich trau mich nicht. Trinken noch was. Oh. Okay. Attacke. A wie Attacke. Hallo. Du bringst mich nicht um, ne? Ich bin auch ganz, ganz lieb und artig. Oh Gott. So, jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Ganz ruhig. Dich tut hier keiner was. Juhu, Errungenschaft. Freigeschaltet. Taste the Beast. Ja. Oh, mir hat nervt hier. Ja, bist du nicht gleich tot hier? So. Ein Teil. Gesamtgeschwindigkeit, okay. So, hier nehmen wir alles mit. Trank nehmen wir mit. Nehmen wir das noch mit. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt alles Gelbe mit. Können wir gleich verkaufen. Sehr schön. So. Jo. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Hallo? Was machst du? Was machst du? Okay, habe ich verstanden. Ja, alles im Griff. Alles im Griff. Sehr schön. Die besessene Statue. Ja, dann komm mal zu mir her. Dann komm mal zu mir. Hau nicht ab. Machst du hier wieder? Oh komm, Attacke. Ja. Ja. Was machst du da? Was machst du da? Ja.
Juhu! Siegel und Schleier. Was kann das? Was kann das? Schleier. Intelligenz. Okay. Siegel. Aha. Okay. Oh, eine mystische Kugel. Ich wollte alles gerne mitnehmen, ne? Noch mehr kannst du nicht halten. Ist das jetzt ein Scherz? Muss ich erstmal kommen? Noch mehr kannst du nicht tragen. Mehr kannst du nicht tragen. So, jetzt vielleicht? Siehste. Muss ich erstmal kommen, wa? Oh, wer bist du denn? Kyros. Lecker Kyros. Du hast ihn vernichtet. Ich habe von meinem Versteck aus alles gesehen. Es war erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Sterblicher einen Telkine erschlagen kann. Und trotz meines Staunens überkommt mich der Schrecken, wenn ich an den zerstörten Kanal denke. Ja, bitteschön, gern geschehen. So. Hallo. So. Alles Sackgasse. Oh. Hallo. Schiffskapitän, na? Oh, nach Ägypten geht's jetzt. Ja, dann mal los. Dann schauen wir mal uns Ägypten an. Ein wenig Ladezeit. Dim 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 dim. So, jetzt sind wir da. Nö. Hallo, hallo, hallo. Ja. Oh. Sei gegrüßt, Reisender. Hallo. Ich bin Imhotep. Der ehrenwerte Phaedrus hat deine Taten gelobt und mich von deiner Ankunft unterrichtet. Selbst die Helden in den Legenden hätten in einem Telkine vielleicht ihren Meister gefunden. Und doch feierst du einen Triumph, wo andere versagt hätten. Griechenland ist nicht das einzige Land, das von Monstern und anderen unnatürlichen Kreaturen geplagt wird. In Ägypten herrscht ebenfalls das Chaos. Der Pharao ist aus dem Palast geflohen und versteckt sich nun. Nicht einmal ganze Heere können die Monster aufhalten. Ohne die Götter stehen wir auf verlorenem Posten. Tod und Sklaverei sind unsere Zukunft. Ich kenne einen Weg, wie wir das göttliche Reich kontaktieren können. Und das, obwohl der Kanal zerstört wurde. Es gibt eine alte Beschwörungszeremonie, mit der wir vielleicht die Götter rufen können. Du musst zur großen Bibliothek von Rakotis gehen und die Schriftrolle der Beschwörung finden. Ich kann dich dabei nicht unterstützen, denn ich bin kein Krieger. Ich habe dringende Geschäfte in Sais zu erledigen. Sobald du die Schriftrolle hast, musst du sie mir dorthin bringen. Ich werde im Tempel des Ptah sein. Alle unsere Hoffnungen ruhen nun auf dir. Ob das eine gute Idee ist. Ich gehe erstmal zu den Karawanentreiber. Sei
einfach vorsichtig, wo du deine Sachen hintust. Ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Kann man verkaufen. Irgendwas wollte ich doch noch reinpacken. Oh Mann, ich muss mal wieder aufräumen. Und das kann ich wegmachen. Ich... Dich... Dich... Blitz. Blitz habe ich da. Sehr schön. Sind so ein Vögel. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Und sowas? Haben wir auch nicht da. Okay. Dann haben wir aber sowas. Und zwar da. Sehr schön. Und sowas haben wir nicht. Okay. Können wir da hinpacken. Gucken mal, kann verkauft werden, das kann verkauft werden. Das kann alles verkauft werden. Du. 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 Ja, kann alles verkauft werden. Na, hier habe ich noch was. Guck mal. Na, zusammenpacken bitte. Okay, das kann glaube ich verkauft werden. Wir haben keinen Platz mehr. Na doch, wir finden schon Platz. Hallo? Beeilung, die Monster kommen bald. Was möchtest du? Schnell, bevor ich einpacken muss. Cool, wir haben noch eine neue Tasche bekommen. Wie geil. Sehr schön. Lass uns gucken. Das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, das. Alles, was rot ist, kann weg. Ja. 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 Du kannst weg. 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 Du. Braucht man das? Ach, was ist dir was? Weg. So, das andere packe ich wieder in meine Truhe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, hallo Truhemann. Hast du diesen nichtsnutzigen Diener gesehen? Nö. Ich weiß nicht, welchen Diener du meinst, aber nein. Dich. Dann haben wir so schauspielermäßig. Habe ich auch nicht. Okay. Nee, das sieht blöd aus. So. Zur Not kann ich euch auch hier oben hinpacken. Denn ist das so. Okay. Ich brauche noch ein Kamel. Ja.
Das musst du wohl. Hallo. In Griechenland sind auch Monster? Also sind sie überall. Ja, aber so scheint so. Wie hier kann es nicht sein. Das ist nicht möglich. Nur, dann warst du nur noch nicht in Griechenland. Okay. Denn schauen wir hier Reisender, mal an. Reisender, komm Hallo. Und schau dir meine Waren an. Lohnt sich nicht. Ah, vielen Dank. Bitteschön, gern geschehen, immer wieder gern. Seltsame Neuigkeiten reisen in diesen Tagen auf den Straßen. Man sagt, die Monster sind nichts verglichen mit dem, was noch vor uns liegt. Es gibt Geflüster über einen alten Zauberer, mächtig und grausam, der in unser Land gekommen ist. Weißt du, wie sie ihn nennen? Telkine nennen sie ihn. Sie sagen, er war hier in Rakotis und ist dann den Nil hochgefahren. Ja, wissen wir ja wohl auch. Im Reich der Götter sind die Dinge für immer so, wie sie sind. Wenn der Tag zu Ende geht, steigt Atum-Ra, Gott der Sonne, vom Himmel herunter. Im Boot von Ma'at muss er dann durch die schlammigen Wasser der Nacht fahren, denn ohne Boot würde er im dunklen Wasser ausgelöscht. Und dort lauert Apep, die Riesenschlange von Anbeginn der Zeit. Während Ra passiert, springt Apep hervor und versucht, den Sonnengott mit seinem riesigen Gebiss zu verschlingen. Aber glücklicherweise ist Ra stark und in seinem Boot fährt ein Heer aus Göttern, die mit der Monsterschlange kämpfen, sie verdrängen und sicherstellen, dass die Sonne wieder aufgeht, wenn ein neuer Tag anbricht. Okay. Wer bist du denn? Hier ist es nicht sicher. Die Stadt wurde überrannt. Wir halten hier nicht mehr durch. Ich muss hier stehen und Wache halten. Ach, wenn ich nur mein Schwert hätte. War das gerade eine Aufgabe? Boah, ihr macht das schon da vorne, ne? Haben wir hier Portal gar nicht, ne, aktiviert. Gut, ich würde sagen, ne, ihr wisst schon, genau, für diese Folge reicht es. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich würde mich freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt, beziehungsweise wenn du noch nicht gemacht hast, ein Abo, ne, genau. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Team Zock Titan Quest. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bye, bye.